Hey guys, this is the Psycho Killer, Tommaso Ciampa. You're listening to Wrestling Talk Radio. Don't you go anywhere. Guten Abend und herzlich willkommen zu Chaka am Sonntag, beziehungsweise falls ihr es in der Aufzeichnung hört, dann wahrscheinlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wann auch immer und wie auch immer ihr das hört, aber für unsere Live-Zuhörer 18 Uhr, na gut 18 Uhr und 1, heute mal sehr pünktlich. Wie ihr gemerkt habt vielleicht schon, ich bin nicht der Matze. Weshalb wir auch deshalb so, können wir auch nur so pünktlich sein, weil mit Matze zieht sich das alles immer so ein bisschen. Ich bin der Jan, ich bin heute der Horst und weil ich alleine wäre natürlich ein bisschen langweilig, habe ich mir ein paar Gäste eingeladen. Der erste Gast ist noch gar nicht so lange her, dass er bei uns in der Sendung war, der Christian. Hallo Christian. Ja, hallo Jan, hallo liebes WTR Multiversum. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Schön, dass du Zeit hattest. Für dich doch immer, Schatzi. Ach, wenn das mal der Marcel nicht hört, der wird immer so schnell eifersüchtig, wenn irgendwem schöne Augen gemacht werden aus dem WTR-Team. Und natürlich nur für die Zuhörer, ein Gast ist natürlich nicht genug. Deshalb gibt es zwei Gäste und ich weiß gar nicht, ob er bei uns schon mal zu Gast war, Dodi. Ja, war ich auch. Sehr gut. Weißt du auch noch, bei welcher Sendung? Oh, lang, lang ist's her. Also ich glaube, bei euch ist das gefühlt so locker mal 2 Jahre her, dass ich bei euch war. Na, oh ja. Aber man hat sich trotzdem noch an der Stimme wiedererkannt. Ja, das stimmt. Das ist sehr richtig. Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein darf. Habe ich echt richtig, richtig Bock drauf. Wir hatten ja damals, wer sich noch dran erinnern mag, so einen kleinen, völlig unbedeutenden Podcast, der auch nach einiger Zeit wieder schnell in die Brüche gegangen ist. Aber da war der Jan und der Matze auch einige Male zu Gast und von daher kennt man sich ja noch. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ihr Chaka verfolgt. Wir haben ja das Konzept vor einer Weile etwas geändert, dass wir nicht mehr die Shows direkt durchgehen, sondern uns mehr oder weniger so an gewissen Ereignissen und Themengebieten so ein bisschen durch die ganzen Ligen hangeln und mehr so über News reden als über die Ergebnisse, weil die meisten Ergebnisse kennen die Leute eh schon. Und da fangen wir immer mit der WWE normalerweise an. Fangen wir heute an. Auch allerdings erstmal mit dem, ich sag mal, traurigen Thema der Woche, nämlich dem Tod von dem American Dream. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Matze und Sven da noch eine Time Machine irgendwann machen werden und da auch auf die gesamte Karriere eingehen werden. Deshalb würde ich es hier gerne ein bisschen kürzer halten, dass vielleicht jeder von euch, ich sag mal so ein paar Sachen, ein paar Erinnerungen, was vielleicht die ersten Sachen waren, an die ihr euch erinnert von Dusty Rhodes, beziehungsweise ob euch das jetzt überhaupt nahe gegangen ist oder nicht. Halt, was ihr erzählen wollt. Und also, wer möchte denn anfangen? Ja, ich fange gerne an. Also mir ist es tatsächlich einigermaßen nahe gegangen, muss ich zugeben. Ich bin ja nun auch nicht mehr der Allerjüngste und kenne tatsächlich Dusty Rhodes noch von einigen Live-Geschichten damals. Als ich das gehört habe, ist mir schon ein ganz schöner Kloß im Hals stecken geblieben, muss ich zugeben. Ich meine, gut, man hat die letzten Jahre gesehen, dass er nicht mehr so ganz, ganz fit ist. Aber trotzdem, wenn dann diese überraschende Meldung eines Todes kommt, dann ist es nie so schrecklich angenehm. Ich kann mich daran erinnern,
Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Veranstaltung das war. Das muss irgendwann so Anfang der 90er gewesen sein. Also schon zum eigentlichen in-ring Karriereende von Dusty. Da hatte er einen Kampf gegen Ted DiBiase. Diesen Kampf hat er auch verloren damals. Aber das war so, dass das erste Mal, dass ich Dusty Rhodes wirklich nochmal explizit wahrnehmen konnte. Und da hatte er auch schon diese zwar furchtbare, aber trotzdem irgendwie kongeniale Klamotte an, dieses gelb-schwarz gepunktete, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und das ist, glaube ich, sowas, was ich immer mit Dusty verbinden werde, diese schwarze Kleidung mit den gelben Punkten drauf. Ja, die berühmt-berüchtigten Polka-Dots. Ja, genau. Ja, wegen, wenn es um die erste Erinnerung an Dusty Rhodes geht, das habe ich ja auch schon öfters mal erzählt, es ist bei mir so ein bisschen so mit das erste, was ich vom WCW damals mitgekriegt habe. Fall Brawl 93 oder 94, das eigentliche Match in den zwei Ringen und innerhalb des Käfigs, wo er mit Dustin, also seinem Sohn, und es müssten die Nasty Boys gewesen sein, gegen Colonel Robert Parker und sein Stud Stable angetreten sind. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, auf jeden Fall war das so das Erste, was ich von ihm mitgekriegt habe. Also eigentlich auch schon zu Zeiten, wo seine aktive Karriere mehr oder weniger zu Ende war. Christian, wie sieht's denn bei dir aus? Bei mir ist es so, dass ich die ersten wirklich selbst gesehenen Erinnerungen, sage ich mal, also man hat ja die alten Sachen ein bisschen nachgeholt, sage ich mal, aber das erste, was ich ohne Nachholen so gesehen habe, war wohl wahrscheinlich so diese WCW-Zeit. Da war er doch, glaube ich, auch mal irgendwie Manager bei der NWO oder so irgendwas, kann ich mich dunkel erinnern, irgendwie so, der war da dabei. An diese Sachen kann ich mich erinnern und wir auch, ich glaube, er war mal Kommentator bei der WCW. Ja, richtig. Und an diese Sachen kann ich mich als erstes daran erinnern und naja gut, und jetzt halt gegen Ende, wie er NXT gebookt hat, da war er wohl anscheinend ja Booker und was er da alles geleistet hat, war ja auch nicht ganz unerfolgreich. Von daher hat mich das schon auch mitgenommen. Also jetzt nicht so sehr, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, heulend irgendwo rumliege, aber war schon überraschend für mich und ja, schade, also nicht schön. Das glaube auch, diese Einlaufmusik, diese ganz klassische Einlaufmusik von Dusty Rhodes, dieses American Dream Theme, das wird man, glaube ich, so schnell auch nicht aus den Köpfen kriegen. Also das ist so bekannt und geht so ins Ohr. Also ich werde es so schnell nicht aus dem Kopf kriegen. Ja. Und bei Yannick Elbow natürlich. Ja, Also, natürlich. das verbinde ich immer sofort mit ihm. Das fand ich damals, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt ich da war, aber wie gesagt, da bei der WCW irgendwie, ich kann es irgendwie so zahlenmäßig gar nicht richtig festmachen, aber ich war auf jeden Fall noch nicht alt. Und da fand ich damals als Kind unheimlich cool, dass dieser, sage ich mal, ältere Herr Bionic Elbows verteilt. Schon allein der Name war damals für mich ziemlich cool. Das werde ich auf jeden Fall immer mit ihm verbinden. Ja, definitiv. Was paar gute Sachen, was man sagen muss in den letzten Jahren. Es gab eine ganze Weile, dass Goldust, also Dustin Rhodes und sein Vater so ihre Probleme hatten. Gott sei Dank hat sich das ja in den letzten Jahren wieder entspannt gehabt, beziehungsweise vielleicht auch gelöst, weiß man ja immer nicht so. Das wäre sehr schade gewesen, wenn die beiden das nicht hätten vorher klären können. Was ich persönlich am traurigsten neben dem eigentlichen Ereignis ist, ist eigentlich sein letzter Auftritt bei der WWE. Denn wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, ein Segment zwischen Goldust und Stardust, wo Stardust mehr oder weniger gesagt hat, du bist nicht mehr mein Vater, du bist tot für mich. Und naja. Dann das, was jetzt passiert ist mit seinem Tod, das ist natürlich auch ja unschön.
Ist das ein bisschen so der Ja. letzte? War, glaube ich, nicht der allerletzte Auftritt von ihm im TV, aber zumindest einer seiner letzten. Und das ging mir auch sehr, sehr schnell durch den Kopf, als ich Ja. seinen Tod gehört habe, also dieser Auftritt. Ja. Gut, wir alle wissen, dass das Charakter war und dass das Ja, klar. gescriptet war, aber trotzdem hat es dann natürlich einen leicht faden Beigeschmack, das stimmt Ja. wohl. Das ist immer so ein bisschen komisch, wenn man Leute noch kurz vorher gesehen hat. Im Fernsehen letztes Jahr mit dem Ultimate Warrior war es eigentlich noch absurder, möchte man fast sagen. Mit Hall of Fame und dann Raw und was er bei Raw gesagt hat und einen Tag später dann ist er tot. Ja. Ja, aber ich glaube, damals beim Warrior war es auch den Abgang oder der Abgang, den er sich gewünscht hat. Also zum Warrior Ja. passte dieser Abgang einfach. Ja. Wenn man es so sagen darf. Also es soll jetzt nicht pietätlos klingen, bitte nicht falsch verstehen, ganz im Gegenteil. Genauso hat es sein sollen für den Warrior. Ja, dass er Ja. vor allem halt da den letzten Auftritt nochmal hatte, denke ich mal. Das war jetzt in dem Fall bestimmt nicht schlecht und bei Dusty ist das halt da jetzt ein bisschen anders gewesen, aber er war ja dafür im Hintergrund und überhaupt, glaube ich, sehr geschätzt da bei allen. Schon alleine, was er da eben halt, wie gesagt, bei NXT jetzt wieder gemacht hat, alles. Auch hört man ja eigentlich nur positive Sachen von ihm. Also zumindest habe ich jetzt nur da positive Sachen gelesen. Ja, schade ist es, 69 geworden. Ist natürlich, man muss sagen, in Wrestling-Kreisen ist es sogar schon fast relativ alt, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem natürlich eigentlich viel zu früh. Ja, Ja. definitiv. Ja, leider. Gut, wenn jetzt keiner von euch noch was sagen möchte, würde ich jetzt einfach mal zum nächsten Punkt kommen auf der Tagesordnung. Ja, ich glaube, das lassen wir dann für die Time Machine, den Rest, der noch zu sagen wäre. Ja, genau. Wie gesagt, da nehme ich ganz stark an, dass ich sag mal spätestens, naja, wahrscheinlich so innerhalb der nächsten Monate irgendwann was kommen wird, habe ich so Andeutungen mitgekriegt. Wie gesagt, es ist immer die Frage, wie Matze und Sven Zeit haben, das alles dann immer koordiniert aufzunehmen und so weiter. Aber es dürfte nicht überraschen, wenn da was kommt. Auf jeden Fall, irgendwann wird es kommen. Ja, das war jetzt so dieses Thema, das unschöne Thema. Jetzt kommen wir zu vielleicht ein bisschen, sch naja, schönere Sachen. Ist immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Aber auf jeden Fall nicht ganz so niederschmetternden Sachen. Kommen wir zur WWE. Juhu. Ja, Matze fragt mich dann immer, was ist denn das Thema der Woche für dich gewesen? Das frage ich jetzt einfach mal als erstes den Dodi. Gibt es ein Thema, worüber du unbedingt reden möchtest aus der WWE? Aus der letzten Woche? Oder ist da jetzt nichts, wo du jetzt sagst, darüber müssen wir unbedingt jetzt reden? Also ich bin tatsächlich diese Woche jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, boah, da habe ich was, was ich ganz, ganz wichtig und ganz, ganz zwingend finde, dass man darüber reden müsste. Klar, die Geschichte mit Kevin Owens und John Cena, die sich jetzt immer so ein bisschen weiterentwickelt. Aber ansonsten auch gerade in Bezug auf Money in the Bank, das ja heute Nacht ansteht, fehlte mir jetzt auch insgesamt, also bei allen Fäden und Matches, so ein bisschen der Aufbau. Das kann meine eigene Meinung sein. Vielleicht sehen das viele auch anders, aber da gab es jetzt nichts, was mich ganz spektakulär umgehauen hat diese Woche. Okay. Christian, bei dir auch so? Ja, gut, also wenn wir zu WWE NXT mit einbeziehen, frage ich mich diese Woche ganz stark, was mit Bull Dempsey passiert ist. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ja, da kommen wir Aber vielleicht dazu nachher noch auch noch mal. drauf. Ansonsten so rein Main-Roster-mäßig, naja, nicht so viel. War halt Vorspiel zu Money in the Bank, würde ich sagen. Also da gab es jetzt nichts. Ja, obwohl mir halt das Vorspiel so ein bisschen gefehlt hat. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so schrecklich gehypt, wie man so schön im Neudeutschen sagt, für Money in the Bank heute Nacht. Also ich meine, natürlich werde ich es mir angucken, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich verpasse ganz, ganz viel, wenn ich es nicht sehen würde. Liegt das bei dir vielleicht auch daran, dass halt
die letzte größere Veranstaltung noch gar nicht so lange her ist. Jetzt im Endeffekt 2 Wochen nur her ist. Das kann sein. Also jetzt war es ja in letzter Zeit so, dass wir über die letzten Wochen verteilt alle 2 Wochen quasi ein WWE-Pay-Per-View hatten. Und das kann tatsächlich sein, dass es daran mit liegt. Und normalerweise Money in the Bank vom Pay-Per-View her und auch vom Koffer her und was damit dann alles passieren kann, ist das schon ein Ding, wo ich mich eigentlich jährlich drauf freue. Aber dieses Jahr, weiß nicht. Also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen heute Nacht, sehr, sehr gerne sogar. Ich lasse mich auch von der WWE ab und zu mal positiv überraschen. Aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen fehlt mir wirklich dieses ja, Freude drauf machen von Seiten der WWE. Dann kommen wir gleich mal noch so eine kleine News, die diese Woche so gekommen ist, die ich eigentlich so ein bisschen in einer der letzten Ausgaben auch so prophezeit habe, nämlich diese Sachen wie jetzt mit Elimination Chamber und dann auch in Anfang Juli, glaube ich, vierte oder so, mit der Show aus Japan. Da ist jetzt wohl der Plan, so eine Spezialsachen, die halt nur auf dem Network zu sehen sind, einmal im Quartal zu machen, also alle 3 Monate. So eine Zusatzshow. Gut, schlecht, egal. War, glaube ich, zu erwarten. Also direkt nach der Bekanntgabe des Networks habe ich mir gedacht, dass es irgendwann so kommen wird, dass es Network-Only-Geschichten geben wird. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland das einzige Land sind, das das WWE-Network nicht bekommt, mehr oder weniger. Und von daher ist es zumindest aus Sicht der WWE sogar einigermaßen nachvollziehbar. Ich würde gerne mal tatsächlich die Bilanzen sehen, also wie das Ganze finanziell sich für die WWE wirklich darstellt, ob es sich mehr lohnt, so eine Network-Only-Geschichte anzubieten und dafür die 9,99 von den Beteiligten zu kassieren oder ob ein Pay-Per-View da tatsächlich gewinnbringender ist. Würde mich interessieren, aber wie gesagt, weiß ich nicht. Ich kann mir persönlich eigentlich nur fast vorstellen, dass ein Pay-Per-View eigentlich mehr abwerfen dürfte als ein Network-Special. Ja, kommt halt drauf an. Ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen waren, aber ich glaube, man hat zuletzt bei den Pay-Per-Views immer noch so teilweise 50 bis 100.000 trotzdem verkauft. Trotz des Networks. Christian, wie siehst Ja. du das mit diesen vierteljährlichen Spezialsachen? Ich sehe Darfst das du. eher positiv. Ich denke, dass es, also wenn es vierteljährlich ist, da keinen Overflow gibt, also dass man da nicht sich schnell daran satt sieht, so wie es halt jetzt so irgendwie vielleicht sein kann. Ich weiß nicht, ich hoffe auch, dass sie sozusagen, wenn es Network-Sachen sind, dass sie da halt auch dann wirklich ja, Special Attractions haben jetzt, dann wie es zum Beispiel das in Japan jetzt wird, sage ich mal, wo dann eben halt auch Brock Lesnar dabei ist oder Finn Balor in Japan. Also dass sie da schon immer irgendwie schauen, dass es wirklich was Besonderes ist, damit eben halt viele Leute ins Network gehen. Und eben halt gerade vielleicht auch, sage ich mal, ja, die Hardcore-Wrestling-Fans ein bisschen ansprechen. Und nicht so sehr Mainstream, was mir persönlich natürlich besser gefallen würde, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob es wirklich so wird. Aber an sich bin ich da erstmal positiv gestimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass das grundsätzlich was Negatives ist, erstmal. Okay. Um nochmal auf das heute Nacht anstehende große Ereignis Money in the Bank zurückzukommen, gibt es natürlich, wie unsere Zuhörer wahrscheinlich auch wissen, Opening Bell, die gab es live am Donnerstag. Könnt ihr natürlich überall, wo man uns verfolgen kann, über iTunes, bei YouTube etc. pp. Finden und noch anderen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Matze, der Peppo, Laura und noch eine Dame, bei der ich jetzt leider den Namen vergessen habe. Es tut mir leid. Dani, glaube ich.
Dann, ja genau, Danny war's, oder Danny, wie Ja, man es klar. auch ausspricht. Gut, dass du das wusstest. Wie gesagt, die vier Typen, die den Pay-per-view Money in the Bank. Am Dienstag gibt es dann natürlich auch wieder den Rückblick dazu. Aber was ich euch eigentlich fragen wollte, ist eigentlich, was ist für euch so das Match, auf das ihr euch am meisten freut und welches werdet ihr als Pinkelpause benutzen, beziehungsweise vielleicht den Finger auf der Vorspieltaste haben? Christian, fang du mal an. Ein bisschen, ich tue mich schwer mit auf meisten freuen. Dann fange ich mir andersrum an. Also Pinkelpause wird Divas Match werden. Ist leider so. Da mache ich Pause, da gehe ich irgendwie pinkeln oder spule es vor. Und worauf ich mich am meisten freue, naja, eigentlich schon aufs Money in the Bank Match. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es auch wirklich gut wird am Ende, aber grundsätzlich freue ich mich darauf am meisten. Okay, Dodi, wie sieht's bei dir aus? Das ist bei mir dieses Jahr tatsächlich komischerweise anders. Also ich freue mich gar nicht so sehr auf das Money in the Bank Match, weil in meinen Augen da der Sieger schon fast feststeht. Ich freue mich tatsächlich, ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben oder zum zweiten Mal in meinem Leben auf einen John Cena Match sehr. Aber auch nur unter der Prämisse, dass Kevin Owens hoffentlich gewinnt. Mal schauen, wie das so ausgeht oder wie sie das Ganze wirklich eine Wendung nehmen lassen. Ansonsten kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der Main Event eine gute und runde Sache wird, weil Seth Rollins überzeugt mich auf ganzer Linie, bin ich ganz ehrlich. Dean Ambrose ist sowieso eine Nummer für sich, also den mag ich auch echt gerne. Und von daher glaube ich auch schon, dass die beiden im Ring durchaus was leisten können. Das haben sie auch schon in den letzten Wochen mehrmals gezeigt. Also das kann durchaus was bringen. Darf ich da einhaken, Jan? Natürlich. Also was ich dazu gerne sagen wollen würde, ist, Seth Rollins an sich, gebe ich dir recht, ist ein guter Mann, mal, um das mal so zu formulieren. Aber die Darstellung ist halt schon sehr feige, sage ich mal. Also er wird schon als sehr feige dargestellt, als jemand, der nicht alleine gewinnen kann. Er dürfte ja jetzt bei Raw nicht mal gegen die Witzfiguren Jay Security alleine gewinnen. Die ja wirklich schon seit, weiß ich nicht, Monaten als Witzfiguren dargestellt werden. Daher freue ich mich dann nicht so sehr drauf, weil ich eben halt nicht genau weiß, wie sie da, was sie da machen wollen. Ja? Ich denke, dass Seth Rollins da wieder nicht wahnsinnig gut aussehen wird. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks. Und bei dem anderen, John Cena gegen Kevin Owens, naja, also gut, habe ich zwar bei Elimination Chamber auch schon gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin Owens gewinnen darf. Also, wenn er jetzt wieder gewinnt gegen John Cena und wieder klar, dann weiß ich gar nicht, wie man die Fehde weiterführen soll oder ob die dann beendet ist. Und wenn die beendet ist, darf er dann so heftig John Cena weghauen? Glaube ich irgendwie auch nicht. Also ich sehe da eigentlich nur einen Sieg von John Cena, dementsprechend auch nicht so wahnsinnig spannend für mich. Ich kann deine Meinung da komplett nachvollziehen, in beiden Punkten sogar. Ich kann mir aber sogar durchaus vorstellen, dass die WWE Owens das ganze Ding nochmal gewinnen lässt. Gerade um diese Geschichte mit Samoa Joe in der NXT nochmal ein bisschen weiter aufzubauen. Das ist ja gerade auch ganz spannend, was da passiert. Und zum Main Event. Ich gebe dir recht, dass die Darstellung von Seth Rollins teilweise so ein bisschen verwundert, aber andererseits hat er durchaus auch Matches, wo er auf sich alleine gestellt durchaus beweist, dass der es wahnsinnig drauf hat. Und das lässt die WWE andererseits auch zu. Also ja, nachvollziehbar dein Punkt. Aber wie gesagt, also Seth Rollins überzeugt mich auch in Einzelmatches, die ohne Eingreifen beendet werden. Auch da hat er schon einige klare Siege dort einfahren dürfen. Ja, also ich würde es ja gerne sehen, also abgesehen davon. Wenn es so kommt, gerne. Aber ich glaube ich nicht dran. Okay.
weil wir beim Thema Kevin Owens sind und wir gleich mehrere, zumindest mit Kevin Owens in Verbindung stehende Themen haben, machen wir jetzt mal den großen WWE-Part erstmal zu und machen den Part Kevin Owens auf, wo es erstmal nur um die ein oder andere Match-Ankündigung geht, beziehungsweise eigentlich vor allem um eine. Denn was ja eben schon gefallen ist, nämlich Joe gegen Kevin Owens, das wird es ja nächste Woche geben bei NXT. Hat William Regal bei der letzten Ausgabe bekannt gegeben. Ich glaube, ich hatte mal gegoogelt, das durfte denn das so das erste Mal sein, dass die beiden aufeinandertreffen nach so 10 Jahren oder sogar noch mehr. Findet ihr es gut, dass das jetzt so schnell passiert? Insbesondere, wenn man halt bedenkt, dass jetzt am Sonntag erstmal das Match mit John Cena sozusagen ansteht. Und da denn sozusagen unter der Woche dann direkt den nächsten größeren Gegner hat. Oder denkt ihr, das Ding wird eh nicht, ich sag mal, klar enden? Also eher so in einem Brawl ausbrechen oder irgend sowas und damit eh noch nicht so entscheidend sein? Also ich finde dieses Booking dann nachvollziehbar, wenn man sich anguckt, was die WWE daraus machen könnte. Also sollte sie tatsächlich in beiden Fällen, was ich auch zu bezweifeln wage, aber in beiden Fällen Kevin Owens einen deutlichen Sieg zusprechen, dann kann man Kevin Owens natürlich noch für ganz andere Geschichten aufbauen. Auf der anderen Seite finde ich es insofern auch nachvollziehbar, dass Samoa Joe ja einfach im Wrestling-Business einen unglaublich großen Namen hat. Und diesen Mann dann gegen irgendwelche Jobber bei NXT antreten zu lassen, wäre sowohl für die WWE als auch für Samoa Joe Zeit- und Geldverschwendung. Von daher ist diese Ansetzung für mich nachvollziehbar, aber es bleibt abzuwarten, was die WWE daraus macht. Okay. Ich glaube, also fangen wir anders an. Ich denke, dass man sich dann nicht unbedingt Gedanken darüber gemacht hat, so im großen und ganzen Kontext. Ich glaube, dass man das sozusagen alles für sich sieht. Also wenn man sich alles einzeln ansieht, also im Main Roster und im NXT, dann macht es ja beides für sich Sinn, diese zwei Matches durchaus. Ich glaube aber nicht, dass man davon ausgeht, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die quasi beides angucken. Oder man sich vielleicht auch gar nicht darüber die Gedanken gemacht hat, ob die Zuschauer beides angucken und ob es da irgendwelche Wechselwirkungen gibt und dementsprechend man da einfach nicht so sehr drauf geachtet hat, sondern sich oder nicht kommuniziert hat, je nachdem, wie man es jetzt dann benennen mag. Und dementsprechend sich eben halt von den Produkten abgeschottet leiten lassen hat. Von daher, ich finde es okay. Ich glaube übrigens beides. Also ich glaube, es ist okay und ich glaube auch nicht, dass Samoa Joe und Kevin Owens, dass das erste und letzte Mal war. Ich glaube schon, dass wir das nochmal sehen. Das wäre auch schade, glaube ich, weil ich mir vorstellen kann, dass die beiden eine sehr, sehr gute Match-Chemie entwickeln und ein sehr, sehr gutes Match auch abliefern können. Also Kevin Owens finde ich sehr, sehr gut und was Samoa Joe im Ring zu leisten imstande ist, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Also ich kann mir echt vorstellen, dass es beides oder dass zumindest das Match zwischen den beiden ein sehr, sehr gutes Match werden wird. Apropos Samoa Joe, da gab es ja auch in letzter Zeit eine negative Nachricht, die mit Joe zu tun hat. Denn Tyson Kidd ist ja jetzt bestätigt worden letzte Woche, dass er sich eine Verletzung am Rücken zugezogen hat im Match gegen Joe, bei einer Hausshow, und auch eine Operation braucht. Viel mehr ist noch nicht bekannt, aber es werden, gerade wenn es eine Operation ist, am Rücken,
Minimum mehrere Monate werden. Was natürlich nicht nur für Tyson Kidd schade ist, sondern auch für Cesaro und das gesamte Team. Das einzig Positive an der Sache ist, dass die beiden im Moment nicht so direkt im Titelgeschehen bei waren, sondern auch schon, sag ich mal, bei Elimination Chamber nicht so die ganz große Rolle gespielt haben. Also nochmal Glück im Unglück oder was sagt ihr? Naja, ich sag, schade. Also, natürlich kann man das so sehen, wie du gesagt hast, Glück im Unglück, aber ich finde es trotzdem schade, weil die zwei, also das Tag Team Kid und Cesaro, natürlich schon schön zum Ansehen war, sage ich mal. Also, gab gute Matches, sie haben gute Reaktionen bekommen. Das ist jetzt natürlich schon Pech für die zwei, finde ich jetzt. Weil die heute halt jetzt auch wirklich mal einen Platz hatten. Also die waren ja beide im Endeffekt im Main Roster so ein bisschen, naja, haben sie einen Platz gesucht, sage ich jetzt mal so, oder mussten ihren Platz suchen und jetzt hatten sie mal ein Ding, was quasi funktioniert hat und jetzt ist halt der eine verletzt und das ist halt dann schon schade, finde ich jetzt. Da ist natürlich dann auch direkt die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit Cesaro? Spielt er jetzt erstmal keine Rolle? Oder macht man aus der Not eine Tugend und schmeißt einfach ihn mit dem nicht verletzten Uso zusammen? Macht aus zwei halben Teams wieder ein Team? Die Frage, die sich generell stellt bei der ganzen Geschichte, meiner Meinung nach, spielte Cesaro überhaupt schon mal eine Rolle? Also ich finde, dass Cesaro, seitdem er im Main-Roster der WWE gelandet ist, immer so eine kleine untergeordnete Rolle gespielt hat. Ja, man hat ihm auch die Andre the Giant Memorial Battle Royal gewinnen lassen damals. Und da dachten wir alle, hey, jetzt wird es aber Zeit für einen größeren Push und haben alle darauf gehofft, dass da irgendwas kommt. Und im Endeffekt verpflanzt man ihn alle paar Monate wieder in irgendeine neue Rolle und presst ihn in irgendwas rein, was seiner Figur meiner Meinung nach nicht komplett gerecht wird. Und von daher ist es eine Frage, ja, ist das jetzt was Schlimmes, dass Kit nicht da ist? Also, natürlich ist es für Tyson Kidd persönlich nicht gut und ich wünsche ihm eine gute Besserung. Aber für Cesaro verändert es was an seiner derzeitigen Rolle? Meiner Meinung nach fast nicht. Ja, das ist wahrscheinlich zu befürchten. Ich persönlich für meinen Teil denke fast, wenn man jetzt nicht irgendjemanden Geistesblitz hat und ihn in eine anständige Rolle in den Main-Shows packt, wäre es vielleicht sogar am sinnvollsten, ihn jetzt für die Zwischenzeit, wenn wir mal davon ausgehen, dass das mit Tyson Kidd jetzt halt im Zweifel denn nur, sag ich mal, ein paar Monate dauert und nicht was noch Schlimmeres ist. Wo es ja auch am Anfang erstmal Gerüchte gab, dass das vielleicht auch mit der Karriere oder so gewesen sein könnte, dass man ihn vielleicht jetzt erstmal bei NXT parkt. Könntet ihr euch das auch vorstellen oder? Ich würde es auf jeden Fall gerne sehen. Sagen wir mal so. Vorstellen kann ich mir das auch, weil, gut, ich glaube, dass Cesaro alleine jetzt erstmal nicht so schnell irgendeinen Platz bekommen wird, einen Spot bekommen wird. Ich glaube dann eher, dass man auf ihn verzichtet, bis Kid wieder da ist, weil eben halt auch die sonstigen Planungen laufen und man da vermutlich festhält, denke ich jetzt mal vom Gefühl her. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die den da parken. Also ich hoffe, wenn sie nichts Besseres für ihn ja im Petto haben, wäre das ja gar keine so schlechte Idee von dir. Ich finde das generell auch gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, also meiner Meinung nach hat der Typ was Höherwertigeres verdient. Obwohl die Matches, die er damals bei NXT hatte, natürlich auch großartig waren und er in meinen Augen sowieso sehr, sehr gute Matches abliefert. Also ja, ich finde NXT jetzt übergangsweise erstmal gut, aber dann irgendwann wirklich mal der angestrebte Push, auf den wir zumindest im deutschsprachigen Raum ja alle schon seit Monaten warten, wäre eigentlich mal eine richtig gute Sache. Okay.
Dann würde ich jetzt mal das nächste etwas größere Thema, was im Endeffekt mehr oder weniger komplett auf Gerüchten, Spekulationen und viel und wahrscheinlich damit endet, mit dem berühmten Spruch abwarten und Tee trinken. Wovon ich rede, ist WWE und WWN Live. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, versuche ich das jetzt mal zusammenzufassen. Aber kleine Anmerkung vorher. Vieles Gerüchte, vieles Spekulationen. Deshalb kann es sein, dass ihr teilweise Sachen anders gehört habt, als ich das jetzt sage, weil in Zweifel jede Quelle ein bisschen anders ist. Grundsätzlich erstmal, was ist überhaupt passiert? Die WWE ist auf WWN zugegangen und möchte wohl mit denen eine Kooperation eingehen. Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich die meisten wahrscheinlich stellen: Was ist WWN? WWN ist World Wrestling Network, die auch mit der Seite WWN Live eine eigene Seite haben, über die vor allem Streams angeboten werden. Streams insbesondere von Ligen wie Dragon Gate USA, Evolve, Shine und Full Impact Pro. Diese vier Ligen gehören auch mehr oder weniger zu WWN dazu. Sind also sozusagen Haus- und Hofligen von WWN. Darüber hinaus gibt es bei WWN Live auch noch Streams von anderen Ligen. Aber halt die großen Sachen sind halt die eigenen Ligen, wobei Dragon Gate ja jetzt auch schon seit einem Jahr pausiert und wahrscheinlich auch mehr nur noch so ein Auslaufmodell ist. Aber immerhin, eine der beiden großen Damenligen. Dazu Evolve, die ja auch durchaus auf sich aufmerksam machen in den letzten Jahren. Und dann halt noch Full Impact Pro. Und ja, was jetzt genau die Zusammenarbeit bedeutet und warum es überhaupt zu diesem Schritt kam, das sind wiederum Sachen von wilden Spekulationen. Also angefangen davon, dass die WWE durch den Schritt von Ring of Honor bei Destination America zu landen, in Deal zu landen, jetzt nicht mehr so richtig mit Ring of Honor zusammenarbeiten möchte, beziehungsweise gibt es von manchen Seiten Spekulationen, dass die WWE jetzt nicht mehr Leute von Ring of Honor verpflichten möchte. Unter anderem auch deshalb, weil, und jetzt kommen wir wieder, warum das ins Kevin Owens fällt. Ja, ich glaube, das war grammatikalisch noch richtig. Ist nämlich, dass als Kevin Owens noch als Kevins Team bei Ring of Honor war, hat er vor über einem Jahr einen Deal abgeschlossen, der 5 Jahre läuft und bei dem Deal geht es halt um Actionfiguren. Und naja, jetzt wird demnächst überhaupt das erste Mal so eine Actionfigur veröffentlicht. Was angeblich inwieweit der WWE sauer aufgestoßen ist, ist nicht so ganz bekannt, aber es wird gerüchtet, dass Mattel, mit denen ja die WWE einen Lizenzdeal hat, wenn es um Figuren geht, dass denen das sauer aufgestoßen ist. Wie gesagt, immer alles Gerüchte und Spekulationen, aber dass deshalb die WWE jetzt angeblich auch nicht mehr mit Ring of Honor oder Ring of Honor Leute haben möchte und angeblich auch verlauten hat lassen, beziehungsweise die News gestreut hat im Independent-Bereich, dass wer sich erhofft, bei der WWE einen Job zu finden, besser nicht bei Ring of Honor antritt. Warum ich das für Blödsinn halte, darauf komme ich gleich noch. Aber wie gesagt, summa summarum ist die WWE wohl auf WWN zugegangen. Die Verhandlungen laufen, weshalb hier schon wieder das erste Mal abwarten, Tee trinken draus wird, was daraus wird. Und viel mehr gibt es da im Moment, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich mache mal noch kurz, warum ich persönlich glaube, dass das mit Ring of Honor eher Blödsinn ist. Vor allem in Verbindung mit diesem Deal, weil dieser Deal hat nicht unbedingt was nur mit Ring of Honor zu tun. Denn den Deal hat halt Kevin Steen selber unterschrieben. Den hat er nicht, der ist nicht zustande gekommen, weil er bei Ring of Honor war, sondern den hat er selber unterschrieben. Das heißt, diese News, weshalb ich auch schon teilweise im Internet jetzt wieder geredet habe, WWE
gelesen habe, WWE möchte Ring of Honor zerstören oder sowas, weil ja denn keiner mehr zu Ring of Honor geht. Also jetzt wrestlertechnisch, wer Ambitionen hat, mal zur WWE zu kommen. Nur weil man bei Ring of Honor ist, muss man nicht so einen Figurendeal unterschreiben. Und naja, die WWE könnte auch einfach halt verlauten lassen, wenn ihr in nächster Zeit zu uns kommen wollt, besser so eine Deals nicht so abschließen, dass die halt wie im Falle von Kevin Steen vielleicht 5 Jahre laufen, beziehungsweise wir euch erst dann verpflichten, wenn so eine Deals vielleicht ablaufen. Was halt unter anderem ein Grund damit sein könnte, warum man auf WWN zugegangen ist. Wenn man mit denen zusammenarbeitet, könnte man einfach solche Deals direkt mit einkaufen. So. Viele Sachen, wo man nicht wirklich weiß, was nun passiert, was daran dran ist. Hat einer von euch beiden davon was mitgekriegt? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Und ja, was sind eure Gedanken dazu? Als erstes möchte ich mal sagen, dass ich dir immer und zu jeder Zeit ganz lange zuhören kann, Jan. Das finde ich wunderschön. Und das andere ist, ich habe ja das ein bisschen mitbekommen, dass eben halt WWE da sozusagen auf WWN zugeht oder beziehungsweise, dass da vielleicht irgendwie ein Deal zustande kommt oder ein Deal zustande gekommen ist oder wie auch immer. Gut, das mit den Actionfiguren, das konnte ich jetzt noch nicht, muss ich zugeben. Aber andererseits, wenn da was zustande kommt, ist ein interessantes Konstrukt in dem Sinn. Zum Beispiel sehe ich auch, wenn die WWE wirklich beschließt, und die Anzeichen gibt es ja und die Gerüchte gibt es schon lange, ein NXT als komplett eigenständigen Brand zu machen, bräuchte man eigentlich wieder eine Entwicklungsliga. Weil wenn du NXT als Brand hast für zum Beispiel die Hardcore-Fans, sage ich mal, also die halt wirklich gutes Wrestling sehen wollen und nicht so sehr ja, das alles andere außenrum, mehr so Indie-Show-mäßig, sage ich jetzt mal, Ring of Honor-mäßig, mehr in die Richtung vielleicht, dann bräuchtest du aber wieder eine Entwicklungsliga, wo du dann sozusagen die Leute auf WWE oder auf NXT vorbereiten kannst. Und dementsprechend wäre es in dem Kontext theoretisch sinnvoll, sich da mit Evolve zum Beispiel zusammenzuschließen und da eben halt dann die Leute vorzubereiten. Das sehe ich so eigentlich genauso. Vor allem habe ich mir jetzt mal auch angeguckt. Also Full Impact Pro muss man auch mal sagen, ist zum Beispiel auch eine Liga, die mehr oder weniger im Florida veranstaltet. Zum großen Teil Evolve auch zum großen Teil ihre Shows in Florida hat. Und wenn sie nicht in Florida sind, fast ausschließlich im Bereich New York, New Jersey unterwegs sind. Also man kann aktuell sagen, wenn ich mir jetzt so die letzten 20, 25 Shows von Evolve angucke, 2 Shows in Florida, 2 Shows woanders, wieder 2 Shows in Florida, etc. pp. Was natürlich dieses Ganze, gab es ja auch die Meldung, dass man mit dem NXT-Brand, was du ja gesagt hast, so ein bisschen auf US-Tour gehen möchte. Aber die jüngeren Leute, die vielleicht auch erst angefangen haben, im Development Center zu trainieren, halt im Bereich Florida erstmal nur behalten möchte. Und die halt nur da auftreten lassen möchte. Was jetzt für mich den logischen Schluss zur Folge hat, dass so die Leute dann zum Beispiel, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, auch zum Beispiel bei Florida, halt in Florida bleiben, denn zum Beispiel bei Full Impact Pro beziehungsweise Evolve auch auftreten lassen könnte. Beziehungsweise man Leute, die halt man noch nicht direkt unter WWE-Vertrag nehmen möchte. Halt, wie es früher auch war, so als Ausbildungssieger, was du ja auch gesagt hast, so ein bisschen denn herhalten kann. Dazu halt hätte man da auch so ein bisschen Zugriff auf eine der großen Damenligen. Ja. Und halt nicht nur, hätte man nicht nur den Vorteil,
Leute da vielleicht hinschicken zu können, dass die halt, sagen wir auch ein paar Shows wirken können, sondern man könnte auch umgekehrt ein paar Leute, die da regelmäßig antreten, im Bereich NXT einsetzen. Zum Beispiel, wenn man mal auch bei Hausshows Gegner braucht für Leute. Das ist ja dann alles so, was denn da so mit reinspielt. Aber wie gesagt, das ist wieder das alte Sprichwort bei Chaka. Abwarten, Tee trinken ist da wahrscheinlich sehr groß angesagt. Dodi, du hast davon ja jetzt nicht so viel mitgekriegt. Wenn das, ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Das hast du richtig mitgekriegt und nö, also von daher kann ich mir jetzt auch noch kein Bild von machen oder drüber machen oder so. Okay. Meiner Meinung nach hat die WWE es kaum nötig, da irgendwie noch eine Zusammenarbeit einzugehen oder so. Also zumindest nicht, was irgendwelche Verträge oder sonst irgendwas angeht. Aber na gut, wie gesagt, ich habe davon nicht allzu viel mitgekriegt, deswegen mische ich mich aus dem Thema mal komplett raus. Ja, wie gesagt, ist auch alles viel Spekulation. Was ich so ein bisschen immer noch die Hoffnung habe, das habe ich, glaube ich, sogar letzte Woche bei Chaka nochmal gesagt gehabt, dass früher oder später auf dem WWE Network vielleicht auch nicht nur WWE-Sachen kommen, sondern auch kleineren Ligen, da sage ich mal, eine Plattform mitgeboten wird. Aber naja, gut, vielleicht würde sowas denn bei einer Zusammenarbeit auch irgendwann zustande kommen, dass denn die Ligen wie zum Beispiel Full Impact Pro oder Evolve auch beim WWE Network vielleicht eine Möglichkeit hätten, größere Bekanntheit zu erfahren. Wundert mich Aber wie. eigentlich, dass da die WWE noch nicht draufgekommen ist, weil das wäre eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Da könnte die WWE mit dran verdienen. Die Ligen hätte irgendwie mehr Einfluss bzw. mehr Reichweite. Und die Wrestling-Fans hätten noch einen Grund mehr, sich das WWE-Network zu holen. Also. Ja. Das sehe ich persönlich auch so. Das große Problem ist halt bei der WWE, gibt es halt immer noch die Leute, die halt, naja, außerhalb von WWE gibt es nichts. So ungefähr. Ja. Und wir möchten auch, dass der Normalfan nicht weiß, dass es was anderes noch gibt. Jetzt mal sozusagen, wobei ich glaube, die Leute, die das Network haben, häufig auch wissen, dass es da halt noch andere Sachen gibt. Und diese Denkweise ist ja in den letzten Jahren auch immer stärker, sag ich mal, aufgebrochen. Aber naja, es gibt halt immer noch etwas, ich sag mal, die etwas Älteren sind da halt immer noch so ein bisschen sturer vielleicht als, ich sag mal, die jüngeren Leute. Also Triple H ist da ja wohl deutlich open-mindeter, also aufgeschlossener, als die Altherrenriege, sagen wir es mal so. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen kleinen Abstecher zu NXT. Wo ja vorhin schon mal gefallen ist. Die Darstellung von Bull Dempsey, der jetzt anscheinend, ich sag mal, ein neues Gimmick so ein bisschen hat, dass er gerne isst und schnell aus der Puste gerät. Ja, da fand ich übrigens die Chants recht lustig von den Fans, die dann Cardio gechantet haben, also das erste Mal Seitenstechen bekommen hat. Ja, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, aber ich finde es halt komisch, weil vor 2 Wochen war dann noch, oder ich glaube vor 2 Wochen auch noch, eben hier die Unstoppable Force neben Baron Co Corbin halt, die zwei. Und jetzt ist er halt der unfitte Couch Potato. Ein bisschen seltsam, aber gut, mal schauen, was wird. Ich will es auch einmal sagen: abwarten und Tee trinken. Ja, aber auch die Promo danach mit William Regal fand ich sehr, sehr lustig, muss ich echt sagen. Also, ja, ich finde es auch komisch, was mit Bull Dempsey da passiert ist von seinem Gimmick her. Aber lustig und unterhaltsam fand ich schon. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum ich Wrestling gucke, weil es mich unterhalten soll und weil es Spaß machen soll. Und das hat es definitiv getan. Dann hatten wir, so was die Matches angeht, war die NXT-Ausgabe jetzt, wenn ich das hier gerade richtig sehe, war das sogar die 150. NXT-Ausgabe. War jetzt zwar kein großes Match mit bei, alles eher etwas kürzere Sachen. Dafür gab es die ein oder andere Rückkehr, beziehungsweise das ein oder andere Debüt. Eine Rückkehr feierte Mojo Rawley, der jetzt anscheinend zusammen mit Zack Ryder ein Tag Team bildet.
Möchte sich dazu jemand äußern? Ja, Ich Mojo. hab. Entschuldigung. Mach du ruhig, Chris, mach du. Nee, ich hab dazu, wollte eigentlich nur euch fragen, ob dann die Fans mit den T-Shirts, ob das echte Fans sind oder ob die quasi dazugehören, weil er sich da auch reingeschmissen hat und die auch zufällig sein T-Shirt anhatten. Ich glaube, das waren Freunde von ihm, denn Mojo Rawley hat vorher Football gespielt und wenn ich das richtig verstanden habe, waren das halt Footballer und das könnten welche aus, die er halt noch von früher kennt gewesen sein. Okay. Das war aber auch ganz klassisch, also Mojo Rawley, wie man ihn kennt. Ob man ihn mag oder nicht, sei dahingestellt. Das darf ja auch jeder selber entscheiden. Das ist ja das Schöne beim Wrestling. Aber ja, wie man ihn halt kennt, das Match war in Ordnung, was er zusammen mit Zack Ryder geführt hat. Die beiden haben das Ding ja auch gewonnen durch einen Rough Ryder, der quasi so ein bisschen ja Doomsday-artig aufgezogen war. Also Mojo Rawley hat seinen Gegner hochgehalten und Zack Ryder kam mit dem Rough Ryder angesprungen. War in Ordnung, war jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie in Jubelschreie ausbrechen muss, meiner Meinung nach, aber war okay. Ja, und vor allem mit dem Hintergrund, dass bei NXT ja auch so ein bisschen so die Tag-Teams in letzter Zeit ein bisschen gelitten haben. Aufgrund von Abgängen, insbesondere Lucha Dragons Ascension, gab es ja da doch einen kleineren Aderlass. Von daher wäre vielleicht jetzt ein neues, festes Team auch gar nicht so verkehrt. Wobei ich Villains gerne wiedersehen würde. Also die waren jetzt zwar vor einer Woche oder wann, waren die mal kurz wieder da. Ja. Aber also ich fand die ja immer cool eigentlich. Das letzte Woche war, glaube ich, auch ihr Comeback sozusagen, nachdem sie eine Weile nicht da waren. Ich nehme auch ganz stark an, dass die jetzt in nächster Zeit wieder vermehrt zum Einsatz kommen. Bei Hausschuss tun sie es auf jeden Fall. Von daher ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann hatten wir, meine ich, zumindest ein Debüt, was die Damenriege angeht. Denn Jessie McKay müsste hier ihr erstes NXT-Match gehabt haben, wenn ich da jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Und hatte da mit Becky Lynch direkt mal eine ordentliche Hausnummer, die ja dann auch, zumindest im Moment, auch eine Nummer zu groß war. Ja, definitiv relativ klares und eindeutiges Match, was Becky durch Aufgabe gewonnen hat. Ja, matchtechnisch, also Becky Lynch hat ja gerade beim letzten NXT Pay-Per-View durchaus überzeugt, auch wenn sie da verloren hat. Von daher war das auch recht klar, dass man sie dann relativ stark darstellen wird, dass man sie das Match auch durch Aufgabe gewinnen lassen wird, war oder ging so auch in Ordnung, fand ich. Also durchaus überzeugend, was Becky Lynch da gerade abliefert. Macht mir auf jeden Fall derzeit mehr Spaß als die Diven-Riege in der WWE, also im Main-Roster. Ich finde auch den neuen Look, also den sie seit dem Special hat, recht nett. Also ich stehe ja auf Steampunk und dementsprechend finde ich das eigentlich auch ganz gut. Sehr gut. Und zumindest WWE-Debüt in-Ring technisch, so dass es auch beziehungsweise ausgestrahltes In-Ring-Debüt hatte auch Samoa Joe, Ja. der hier relativ schnell Scott Dawson abfertigen durfte. Obwohl, Entschuldigung, dass ich dir da direkt ins Wort falle. Relativ schnell fand ich nämlich fast gar nicht. Ich glaube, dass. Also ich hatte befürchtet, dass es da zu einem sehr, sehr schnellen Squash kommen wird. Es hat dann doch fast 4 Minuten gedauert. Ich glaube, das Match haben sie so lang gezogen, also verhältnismäßig lang, damit Owens am Kommentatorenpult da noch ein bisschen Mätzchen machen kann. Da lag, glaube ich, das Hauptmerkmal drauf, dass das Match überhaupt so lange gedauert hat. Ja, glaube ich auch. Ja. Ja, das ist durchaus möglich. Damit müssten wir dann auch NXT eigentlich so die wichtigen Sachen mit untergebracht haben. Da, wie gesagt, nächste Woche haben wir dann, gibt es Joe gegen Owens. Und dann bei der Japan-Show. Wozu es mit Sicherheit auch wieder bei uns hier einen Rückblick geben wird, haben wir denn das große NXT-Titel-Match
mit Barlow gegen Owens. Immer vorausgesetzt natürlich, keiner verletzt sich und Owens hat bis dahin den Titel noch. Man weiß ja nie, was da noch zwischendurch vielleicht passiert. Also du meinst, dass Sonntag gerade ein Titelvereinigungsmatch stattfindet zwischen US-Title und NXT-Title oder was hast du vor? Nein, aber es kann ja immer passieren, dass Owens mal wieder so eine Open Challenge hat und die aus Versehen verliert. Ich bezweifle zwar, dass das noch, sag ich mal, vorher passiert, aber man weiß ja nie. Deshalb lasse ich es immer mal noch so in Anführungsstrichen, aber wie gesagt, es würde mich auch überraschen. Ja, aber das sind dann, glaube ich, auch so die NXT-Sachen, die nächsten etwas interessanteren, größeren. Mal sehen, wann es dann das nächste richtige NXT-Special gibt. Kann ja eigentlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dann, wenn jetzt keiner von euch noch was in Richtung WWE hat, würde ich auch schon so ein bisschen das WWE-Thema abschließen wollen. Ja, gerne. Ja, gerne. Und dann gibt es jetzt eine Sache, die Matze letzte Woche eingeführt hat, nämlich das Bild der Woche. Und zwar das WWE-Bild der Woche. Ich fange jetzt einfach mal an und würde irgendeins von diesen Twitter-Bildern nehmen, die Dean Ambrose da gezeigt hat, wo er in New Orleans unterwegs war. Entschuldige, dass ich lache, aber ja, red ruhig erstmal weiter. Ich wäre dann auch fertig. Ja, das ist spannend. Damit sind Chris und ich nämlich auch fertig. Sehr Ja, gut. also wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und haben beide auch tatsächlich ein gleiches Bild rausgesucht und das war auch eins von diesen Bildern von Dean Ambrose, die in New Orleans mit dem WWE-Titel zeigen. Also ich zumindest fand sehr, sehr großartig und habe sehr darüber lachen müssen. Oh, dann war das mit dem Bild der Woche diese Woche relativ schnell und relativ einheitlich. Dann könnten wir ja direkt den berühmt-berüchtigten Tellerrand aufmachen, wo ich euch dann fragen würde, welche Liga hättet ihr denn gerne? Also wir könnten jetzt über TNA, über Lucha Underground. Da gibt es ein, zwei etwas größere Sachen oder über den Rest. Also ich bin auf TNA und Lucha Underground vorbereitet. Von daher können wir damit gerne anfangen. Aber wenn der Chris da andere Wünsche hat, können wir da auch drauf eingehen. Ich bin wunschlos glücklich, ich darf hier heute dabei sein. Ich Ach, passe. herrlich. Ach, das ist aber schön. Schleim, Schleim, so. Dann bring ich erstmal noch zwei News unter, bevor wir dann mit den interessanteren Themen anfangen. Denn zu New Japan gibt es eigentlich diese Woche nicht viel zu sagen, außer dass der Sohn von Fit Finlay, David Finlay, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, auf jeden Fall Finlay Junior, nennen wir ihn einfach mal Finlay Junior, der ja beim Best of the Super Juniors Turnier mit bei gewesen ist, hat jetzt wohl bei New Japan auch einen Vertrag unterschrieben und wird damit in der New Japan Schule jetzt sich seine Sporen verdienen können, und jetzt sozusagen einer der neuen jungen Leute werden, die da richtig trainiert werden. Ich weiß nicht, ob einer von euch dazu irgendwas sagen möchte. Nö. Nur abwarten und Tee trinken. Ich möchte das auch gerne so oft sagen, wie ich kann. Das wird jetzt aber auch ein Running Gag bei uns, oder? Ja, das ist der normale Running Gag bei Chaka, die Wrestling Show. Nur echt, ich wollte jetzt sagen, nur echt mit Matze, aber sonst auch echt ohne Matze. Matze ist ja auch irgendwo dabei heute. Ja, in Matze schwebt Gedanken. immer mit. Im Gedanken schwebt er um uns herum. Vor allem mit türkiser Krawatte, finde ich gut. Ich habe vorhin schon, ich hab vorhin schon in den, das war ja nicht, ja doch, doch, türkis, ja doch. Ich habe vorhin schon in den Chat reingeschrieben, dass Matze im Hintergrund ja heute dabei ist. Liebe Grüße an den Matze. Und habe gesagt, dass er auf uns aufpassen. Da kam als Reaktion dann direkt: Ja, jedes Mal, wenn wir Scheiße verzapfen, dann verpasst er uns einen Stromschlag. Oh. Das
ist ja sehr ermutigt. Deswegen habe ich dieses Halsband um, verstehst Ja, das wäre möglich. Ich habe Gott sei Dank kein Halsband. Da bin ich ganz froh drüber. Aber kommen wir noch zu einer zweiten News, die mich besonders freut. Denn wer das vielleicht mitgekriegt hat, vor einigen Monaten, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie lange es her ist, gab es ja die Meldung, dass Tim Dunst bei ihm Krebs festgestellt wurde und er deshalb seine Karriere beenden musste, beziehungsweise zumindest pausieren musste. Und Gott sei Dank wird er bald sein Comeback feiern, nämlich bei AIWs Absolution 10 Show. Und ich bin relativ großer Tim Dunst-Fan und bin da sehr, sehr glücklich drüber, dass er wohl das Ganze jetzt überstanden hat und zumindest erstmal wieder in den Ring steigen kann. Von daher, Gott sei Dank und hoffentlich gibt es da keine schlechten Meldungen mehr irgendwann in diesem Bereich. Ja, absolut. Alles Gute an dieser Stelle. Und wollen wir hoffen, dass er bald wieder komplett fit ist und dann auch wieder das zeigen kann, was er drauf hat. Ja. Das kann man nur hoffen. Wie gesagt, da musste wohl operiert werden, wurde aber wohl alles entfernt. Und da ist man jetzt wohl guter Dinge. Und wie gesagt, wenn er wieder in den Ring steigen kann, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. So, wie ich mitgekriegt habe, ist nicht jeder so bei TNA mit bei. Was jetzt auch nicht schlimm ist, weil TNA wurde in letzter Zeit auch eher ignoriert hier. Auch wenn jetzt eigentlich in relativ, ich überlege gerade, wann das eigentlich ist, Slammiversary, und das müsste ja bald sein. Ich bin mir da jetzt nicht so wirklich sicher, wie das Datum genau ist. Auf jeden Fall war da und ist theoretisch immer noch eine Opening Bell und natürlich ein Review geplant. Allerdings gab es jetzt eine Meldung, die ich zumindest erst diese Woche mitgekriegt habe. Vielleicht ist das auch schon länger bekannt, wo es sein könnte, dass die Opening Bell vielleicht sogar ausfällt. Jetzt werden sich manche fragen, okay, was könnte das sein? Ja, das ist relativ einfach, denn den Mittwoch vor Slammiversary hat TNA eine Live-Ausgabe von Impact. Und am Abend danach nimmt man für 6 Wochen Impact auf. Was dann halt 6 Wochen lang Shows sind, die nach Slammiversary stattfinden. Und weil ja eigentlich auch ein Titelmatch für Slammiversary angedacht war mit Kurt Angle gegen Ethan Carter, den Dritten, und das dann halt irgendwie blöd wäre, wenn dann halt schon 6 Wochen Shows aufgezeichnet worden wären vorher, hat man das Ganze jetzt einfach auf die Impact-Show von 1. Juli verlegt, das Titelmatch. Also auf die erste Show, die ihn aufgezeichnet ist. Und damit haben wir jetzt für Slammiversary aktuell, glaube ich, nur das Match Magnus gegen James Storm, weil James Storm Mickie James vor den Zug gestoßen hat. Nein, nicht vor den Zug, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, also in den Zug rein, ja. Naja, Also gut. in ein offenes Abteil. Ja. Aber, naja, wie gesagt, es ist nicht mehr viel Zeit. Das ist aktuell das Einzige, was feststeht. Und der Main Event ist halt auch weg. Und da frage ich jetzt mal, was denkt ihr, wenn ihr das hört? Hätte man das nicht vielleicht anders machen können? Hätte die TNA nicht etwas anders machen können, ist eine höchst interessante Frage. Klare Antwort, ja. Die hätten in den letzten Wochen und Monaten sehr vieles sehr anders machen können. Und ich glaube, manchmal sind die sich selber nicht so bewusst, was sie da überhaupt booken und warum sie jetzt genau das gerade zu dem Zeitpunkt booken oder sonst irgendwas. Also die TNA, das ist so, am Anfang war ich ein sehr großer TNA-Fan, aber ich glaube, die TNA stellt sich selber ins Abseits durch das, was sie in den letzten Wochen und Monaten verzapfen. Oder jetzt schon über einen längeren Zeitraum hinweg.
Und gerade dieses Booking rund um den Main Event ist, naja, sehr, sehr fragwürdig da mit dieser ganzen Live-Event-Geschichte und mit der Aufzeichnungsgeschichte und sowas. Also, da gebe ich dir vollkommen recht, dass das absolut kurios ist und eigentlich ein Unding im Wrestling. Ja, würde ich jetzt genauso sehen. Nur, dass ich den Zeitraum sehr gerne sehr viel weiter ausdehnen wollen würde, wo bei TNA einiges fragwürdig läuft. Ansonsten, ja, man kann sich halt irgendwie sein Programm selber sehr schön zerschießen, wenn man das alles schon aufzeichnet vorher. Naja, gut, was soll man machen? Ja, eine sehr interessante Meinung, die ich teilweise im Internet gelesen habe, wo ich jetzt mal ganz stark davon ausgehe, dass das eher TNA-Fans gewesen sind, die das geschrieben haben, war die Meinung, dass ja daran TNA eigentlich gar nicht schuld ist, sondern Destination America wegen der Sendeplatzverlegung. Wo ich dann kurz überlegt habe und gedacht, mir überlegt habe, beziehungsweise gedacht habe, die haben das doch nur vom Freitag auf Mittwoch vorverlegt. Wieso sollte das jetzt ein Problem sein? Weil die Show hätte man doch so oder so gehabt, dass man da vorher. Ja, weißt du das nicht? Das ist ja ein Gesetz im Showbusiness. Wenn man die Shows am Mittwoch hat, muss man alles in 6 Wochen vorher aufzeichnen und dementsprechend ist es so. Ja, das wäre freitags ganz anders gewesen, das stimmt. Also da muss ich dem Chris absolut recht geben. Es wäre viel, viel sinnvoller gewesen, das alles Freitag zu machen. Weil dann hätte man das Problem ja nicht gehabt. Nein, also absolut, absolut fragwürdige Begründung. Völliger Quatsch, meiner Meinung nach. Weiß kein Mensch, was das warum das jetzt irgendwas verändert haben soll. Aber nun gut, wenn die TNA und ihre Fans, die ich jetzt an dieser Stelle nicht angreifen möchte, also bitte nicht falsch verstehen. Wenn die das meinen, auf diesen Sendeplatzwechsel schieben zu müssen, dann war gut, okay, werden sie vielleicht irgendeine Logik hinter sehen. Ich sehe da keine Logik hinter. Ich schon, ich möchte angreifen. Ich stelle mich dem Schwertgefecht, wenn einer Lust hat, auf Facebook schreiben. Okay. Das wäre auch so das Thema gewesen oder die Meldung, die ich persönlich somit am interessantesten fand. Aber so einen kleinen Blick auf Impact sollte man dann doch werfen. Immerhin gab es nicht ein, nein, gleich zwei World-Title-Matches. Da ja Roxas Spud seinen X-Division-Title eingetauscht hat gegen ein Match und Austin Aries noch so einen Koffer hatte. Und auch ein Match wollte und das natürlich beide am selben Abend dann haben wollten, hatten wir als Opener Kurt Angle gegen Roxas Spud und im Main Event der Sieger daraus gegen Austin Aries. Ja, beides Mal hat Kurt Angle gewonnen. Und ja, gibt's da irgendwas, was ihr dazu sagen möchtet? Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, dass das Match zwischen Kurt Angle und Austin Aries durchaus ansehnlich war. Also das kann man sich vom rein wrestlerischen her durchaus mal geben. Also wer das nicht gesehen hat, darf das gerne nachholen. Aber ansonsten war das Booking da recht eindeutig, dass Roxas Spud keine große Chance hat gegen Kurt Angle. Hat ein gutes Match abgeliefert, aber viel mehr auch nicht. Und dass das Angle beide Sachen gewinnt, war auch relativ klar, damit da die Fäden weiter aufgebaut werden können, aber im Großen und Ganzen jetzt nichts Überraschendes, meiner Meinung nach. Was ich total schade fand an der Show, war schlicht und ergreifend die Tatsache, dass ich Awesome Kong nicht in Unterwäsche gesehen habe. Also, wer TNA gesehen hat, weiß, was ich meine. Da habe ich mich mental sehr, sehr drauf gefreut und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich hoffe, ihr versteht meine Ironie. Ich wollte gerade sagen, beim Teenage Women's Knockout Lingerie Pillow Fight, also Unterwäsche Kissenkampf, würde ich auch gerade sagen, ist da Awesome Kong nicht vielleicht jetzt so zumindest für den heterosexuellen Männerteil der Zuschauerschaft vielleicht die falsche Gegnerin?
war so mein erster Gedanke. Ja, aber ich glaube, das war auch mit voller Absicht so geplant und so gebuckt, dass es halt gar nicht erst zu diesem Match kommt. Eigentlich schade. Vielleicht. Man weiß es nicht. Vielleicht sollte man es auch gar nicht wissen wollen. Ja, korrekt, ja. Ja, dann hatten wir auch noch ein paar Number One Contender Matches um den jetzt vakantierten X-Division-Titel. Drei Freeways. Und da haben wir jetzt als Sieger haben wir Loki, Tigre, Uno und Greedo. Ja, Grado fand ich ja lustig. Also, der hat mich durchaus unterhalten, der Typ. Gerade mit seinen Promos vorher, wo er unbedingt noch Gewicht verlieren wollte, um in die X-Division zu dürfen. Und dann nach seinen ganzen Workouts erfahren hat, dass es gar keine Gewichtsbegrenzung gibt. All die Promos waren durchaus lustig und haben Spaß gemacht. Konnte man sich mal angucken für zwischendurch. War das echt okay. Aber dass er dann auch noch ein Match gewinnt, naja, gut. Also als kleines Comedy-Segment, ja, lustig. Aber rein wrestlerisch ist es natürlich jetzt nicht überragend, was Grado da zeigt. Ja, gut. Dann würde ich Impact Wrestling TNA auch hier abschließen wollen, außer jemand möchte noch irgendwas dazu sagen, zu irgendetwas, was in letzter Zeit passiert ist, worüber er unbedingt nochmal reden möchte bei TNA. Ja, das Interessante an TNA gerade im Moment ist ja die Tatsache, dass das vom rein wrestlerischen her durchaus teilweise ansehbar ist, was die liefern. Es ist jetzt nicht so, dass das schlechtes Wrestling ist. Und gerade mit Leuten wie Kurt Angle oder Austin Aries, die es ja durchaus können im Ring, kann man da eigentlich mehr draus machen, finde ich. Und was ich schon gesagt habe, TNA schafft es, sich selber ins Abseits zu stellen durch einige komische Bookings oder durch einige Entscheidungen, die halt den Fans nicht gefallen. Man hat auch an der Menge von Fans in der Halle gesehen, waren so gefühlte 100 oder so. Naja, ich will nicht komplett untertreiben, aber viel mehr waren es nicht. Dass das einfach nicht mehr so angenommen wird wie vor ein paar Jahren noch. Und dabei hat man ja, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, eigentlich aus den Universal Studios aufgezeichnet, wo man ja eigentlich sonst zumindest da immer die Hütte eigentlich voll hatte. Ja, man hat aber auch sehr gut sehen können, dass da schon einiges abgedunkelt war. Ich habe extra mal drauf geachtet und ich glaube, wir alle, die Wrestling so ein bisschen genauer verfolgen, kennen diese Bilder von gerade irgendwelchen Auswärtsveranstaltungen der TNA, wo wirklich nur ein paar Leutchen rumsitzen. Und ich glaube, das nimmt bei den Tapings gerade auch einigermaßen ab, der Zuschauerzuspruch. Wenn wir gerade noch dabei sind, auch noch ein kurzes Update, was die Zahlen bei Destination America angeht. TNA hat sich diese Woche eigentlich relativ bei den Zahlen gehalten. Ich glaube, es gab ein ganz kleineres Minus im Vergleich zur Vorwoche. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bei Ring of Honor sind die Zahlen mehr oder weniger gleich geblieben. Also die Erstausstrahlung um, ich glaube, 20 Uhr oder wann das ist bei Destination America von der neuen Ring of Honor Folge, hatte mehr oder weniger wirklich dieselbe Anzahl an Zuschauern. Die Wiederholung hat, glaube ich, sogar noch mal ein paar tausend mehr gehabt. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen alles dabei geblieben, wie es letzte Woche war, was zumindestens für Ring of Honor gar nicht so verkehrt ist. Bei TNA hat man mit Sicherheit trotzdem gehofft, dass sich da die Zahlen eher so wieder in die Region von Freitags bewegen. Aber ja, gut, wie gesagt, hatte ich mit Matze letzte Woche auch drüber geredet. Für ein endgültiges Fazit muss man da noch ein paar Wochen abwarten, weil die Umstellung da teilweise öfters. Gerade in den USA habe ich das Gefühl, wenn Zeiten umgestellt werden oder Sendeplätze verlegt werden, das dauert immer eine ganze Weile, bis die Fans das so richtig mitkriegen und dann auch wieder regelmäßig da einschalten. Die Ring of Honor Show
War der nächste Teil von der Global Wars Aufzeichnung. Und wrestlerisch war sogar ein richtig gutes Match mit Eugene von der Leyga gegen Dalton Castle dabei. Ansonsten hatten wir zwei, ja, eigentlich alle drei restlichen Matches, die mehr oder weniger Storyline bezogen stattfanden, beziehungsweise auch endeten. Da hatten wir einmal Kyle O'Reilly, der in einem Tag Team Title Match gegen die Addiction angetreten ist, weil sein Partner storyline-technisch verletzt war. Ich glaube, Bobby Fish hatte aber Schwierigkeiten bei der Reise, weshalb er ja schon beim ersten Tag von Global Wars nicht da sein konnte. Das Match endete am Ende auch in der DQ für Kyle O'Reilly und da sehen wir ja bei Best in the World in ein No-Disqualification-Match zwischen Red Dragon und der Addiction. Das sollte sehr, sehr nett werden. Ich muss oder ich will dazu sagen, dass mir die Ausgabe gut gefallen hat. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich sie direkt nach Raw geguckt habe. Ich weiß nicht genau. Was ich persönlich nochmal sagen will, obwohl du das auch schon gesagt hast, ist einfach, dass ich Dalton Castle gegen Justin van der Leyga wirklich toll fand. Vor allem auch Dalton Castle, den ich zwar als Ashley Remington noch ein bisschen besser finde, aber auch als Dalton Castle ziemlich gut ist. Ich fand das Match war jetzt wrestlerisch bestimmt nicht das allerbeste aller Zeiten, aber es war einfach sehr unterhaltsam. Also das fand ich wirklich schön gemacht, gut gemacht und ja, war wirklich schön. Ich gehe mal noch ganz schnell die Ergebnisse durch, die anderen beiden, weil das ja teilweise Storyline bezogen hat. Und dann können wir nochmal über die Eindrücke der Show reden. Bob Evans gegen Cheeseburger, No Contest, nachdem Evans Cheeseburger mit einem krachenden Sideslam durch einen Tisch befördert hat, dabei selber auch mit durchgegangen ist. Also beide waren auf dem Apron und dann halt der Sideslam dadurch. Beide K.O. endete im No Contest. Das wird wahrscheinlich auch weitergeführt. Genauso wie Bullet Club gegen Kingdom, was in der Double DQ, zumindest laut den Ergebnissen, hier endete. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch dann weitergeführt. Wenn nicht bei Ring of Honor, dann auf jeden Fall bei New Japan. Ich glaube, die haben aber ein Match bei Best in the World auch in 2 Wochen. Ja, Oder? hätte ich jetzt auch gesagt, Ich war glaube jetzt aber schon. nicht ganz sicher. Doch, ich glaube schon. Kingdom gegen Bullet Club haben da, glaube ich, ein Match um den Titel. Könnte sogar sein, dass es ein Six-Man-Tag-Match ist, dass Adam Cole da mit drin ist. Und auf der anderen Seite AJ Styles. Ich glaube, mich da erinnern zu können. Ja, da klingelt bei mir auch irgendwas. Ich guck gerade nach. Nee, es ist AJ und Young Bucks gegen Kingdom. Und die anderen beiden sind gar nicht mit da, Gallows und Karl Anderson. Ich hätte schwören können, dass bei dem, so kann man sich irren, dass man bei dem sogar bei der TV-Ausgabe von Ring of Honor da kurz was gezeigt hat. Ich meine, kann ja immer noch sein, dass sich da was ändert. Wie gesagt, wer weiß, ob das hier noch ganz aktuell ist. Kurze Zwischenfrage: Hat man gerade den Hund hier draußen bellen gehört? Nein, hat man nicht. Sehr gut. Dann bin ich beruhigt. Zu der Show an sich, gibt es da irgendwas, was ihr zu sagen wollt? Ja, also ich habe ja schon was gesagt. Zusätzlich, ja, wie gesagt, wenn wir vorher gesagt haben, oder ich weiß gar nicht, ob wir es in einem Off-Talk gesagt haben, könnte auch sein, dass die Angles bei Raw und so weiter recht lang sind und da halt die Promos auch recht lang sind, fand ich zum Beispiel das sehr erfrischend, weil ich das auch genau eben nach Raw geguckt habe, wie Addiction zum Beispiel gleich ganz am Anfang diese kurze, knackige Promo macht, die halt einfach aber auch gut ist. Also solche Sachen. Ja, und ich fand die Ausgabe jetzt nicht total überragend, aber schon
Okay, also hab mich gut unterhalten. Ja, ich habe vorher schon mit dem Chris ein bisschen gequatscht. Ja, Jushin Thunder Liger fand ich großartig, aber den mag ich auch schon seit gefühlten 30 Jahren. Der Rest hat mich jetzt persönlich nicht so umgehauen, aber das ist ja immer so ein bisschen Vorliebe, was man im Wrestling-Business wirklich mag und was nicht. Wrestling-technisch ja in Ordnung, also war okay, aber mich hat es jetzt nicht so ganz weggehauen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten großen Punkt im Tellerrand und das ist Lucha Underground, wo ja jetzt verkündet wurde, dass in, ich glaube, 8 Wochen Ultimate Lucha ansteht, was dann, nehme ich jetzt ganz stark an, auch der Staffel Höhepunkt bzw. Staffelfinale ist, wo es zu einem Lucha Underground Titelmatch kommen wird. Bei dem, zumindest am Anfang der Show, war noch die Ansage Prinz Puma gegen den Sieger des Main Events antreten wird. Während der Show hat sich das Ganze noch ein bisschen geändert, denn wir werden vorher nochmal Zum Ende der Show hat sich's geändert, ja. Denn Joe Mo wird vorher nochmal einen Shot kriegen und darf dann vielleicht gegen Drago antreten, der Cage Hernandez und Con Cuerno im Main Event in einem Four-Way besiegen konnte. Allerdings auch wieder mit der kleinen Unwägbarkeit, weil Drago darf erstmal noch gegen Mil Muertes ran. Und nur wer das Match gewinnt, ist dann wirklich Number One Contender. Ja, Falls nicht genau. noch wer anders Ansprüche stellt. Ja, aber zugegeben, also die Ausgabe fand ich richtig, richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, war viel hin und her, gerade was diesen World Title Shot bei Ultima Lucha angeht. Aber das hat so ein bisschen auch ausgemacht, diese Geschichte um Drago. Großartig, also alleine, wie der Typ auftritt und wie er seinen Charakter darstellt, ist natürlich richtig, richtig gut. Es gab ein, zwei kleinere Comedy-Segmente in dem ganzen Ding mit drin, also gerade um Pimpinella, Entschuldigung. Pimpanella ist aber auch schön. Ja, das hat Spaß gemacht, war abwechslungsreich, waren gute Matches dabei. Und dann dieses Segment ganz zum Schluss, wo Katharina nochmal auf Dario trifft, war natürlich auch sehr, sehr cool dargestellt und auch filmtechnisch durchaus sehr, sehr cool gemacht. Also, das ist sowieso das Spannende, finde ich, bei Lucha, diese generelle Aufmachung als Serie und quasi auch in Staffeln unterteilt, gefällt mir unglaublich gut, macht unglaublich viel Spaß, das zu gucken und ich hoffe, dass sich das deutlich anders und deutlich länger hält als viele andere Geschichten im Wrestling, die wir jetzt schon über die Jahre mitverfolgt haben. Ja, gerade diese Aufmachung finde ich eigentlich auch spannend. Das Spannende an dem ganzen Projekt, also das ist eigentlich, ich glaube, ich habe das ja sowieso auch hier im BTR schon gehört öfters, dass es eigentlich eben halt eine Serie um diesen Untergrund-Wrestling-Club ist, mehr oder weniger. Und gar nicht so sehr eine Wrestling-Sendung, sondern es ist irgendwie so eine kleine Soap, sage ich mal. Und das ist eigentlich das Spannende und es war eine gute Sendung, war gut gemacht, viel Abwechslung, filmtechnisch sowieso auch hochwertig, würde ich sagen. Und ja, Katharina dürfte mich auch mal ablecken, wenn es wäre. Also, das Outfit, das sie anhatte, als sie da die drei Disciples of Death zum Ring begleitet hat, hat es mir schon schwer gemacht, mich auf das Match zu konzentrieren. Ja, richtig. Also, da konnte man auch ihr beim Atmen zugucken und das. Ich, ja, naja, egal. Ich muss aber auch zugeben, dass ich sehr, sehr gespannt bin auf das Match zwischen Prinz Puma und Johnny Morrison, Nitro, Mundo, wie auch immer.
dieses Ironman-Match, was es da geben wird. Also die komplette Folge besteht quasi nur aus einem einzigen Match und wer mehr Pinfalls erzielt, gewinnt das Ding. Die beiden können das durchaus rocken. Also das kann echt spannend werden, das Ding. Ja, Und allerdings bin ich auch gespannt, ja. das Match werden wir, wenn ich mich jetzt nicht falsch liege, nächste Woche zu Gesicht bekommen. Ich glaube, da wurde gar kein Datum wirklich genannt. Das heißt, nur vor Ultima Lucha wird es noch dazu kommen, haben sie Doch, ich gesagt. glaube, Dario sagte schon nächste Woche, next week. Echt? Okay, ja, gut, kann sein. Ja, auf jeden Fall, das wird noch sehr interessant. Jetzt gucke ich mal kurz noch auf meinen Spickzettel. Eigentlich haben wir jetzt, glaube ich, die Lucha Underground-Themen sonst auch, die ich auf dem Zettel hatte, so ein bisschen durch. Was mir aktuell bei Lucha Underground auch gut gefällt, beziehungsweise wo ich hoffe, dass das auch noch, sag ich mal, alles so ein bisschen noch der rote Faden zu Ende gesponnen wird. Das ist ja auch bei den ganzen Stories, da gibt es ja auch noch einige Sachen, die da passieren können, müssen, dürfen. Angefangen bei Chavo Guerrero, der hier Blue Demon besiegen durfte, damit die ganze Geschichte weiter vorangetrieben wurde mit Chavo, der in Mexiko jetzt nicht mehr sehr gemocht wird, um es mal so zu sagen, und sich jetzt von Dario so ein bisschen Schutz, sag ich mal, erkauft hat. Dazu dann auch Black Lotus, was er da auch mit reinspielt, und dem Bruder von Dario. Das sind auch noch so Story-Sachen. Da kommen jetzt noch ein paar sehr interessante Wochen auf uns zu. Gibt es noch was auf dem Tellerrand, worüber ihr reden möchtet? Habt ihr irgendeine Show gesehen? Wart ihr vielleicht bei irgendeiner Show in Deutschland in letzter Zeit, worüber ihr noch reden möchtet? Leider nicht. Also wir nicht, aber unser werter und geschätzter Kollege und Freund, der jetzt gerade im Hintergrund sitzt, der Matze war auf der GWF-Veranstaltung. Genau. Warst du Da da kann. auch, lieber Jan, oder? Nein, da Okay. war ich nicht. Aber gestern hat, wie du ja schon gesagt hast, die GWF veranstaltet zum ersten Mal im Huxleys, wo es dann auch das Match um den German Wrestling Federation Championship gab, der zum ersten Mal festgesetzt wurde. Und da haben Crazy Sexy Mike und Rambo aufeinander getroffen. Die beiden hatten sich ja für das Finalmatch qualifiziert in Nienburg, wo ich live dabei war. Und ja, Crazy Sexy Mike hat in einem, wie ich so bis jetzt gelesen habe, richtig guten Match, das nicht nur das Match, sondern auch den Titel gewonnen. Und ja, da kann ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich nehme ganz stark an, Matze wird da im Laufe der Woche noch so die ein oder anderen Eindrücke schildern, in einem kurzen Snap-Suplex-Shorty. Und ansonsten wird die Show mit Sicherheit auch auf. Ich hoffe, ich bin jetzt beim richtigen Videoportal Vimeo, wo ja auch die GBF-Shows, GFW, GWF, oh, ich komme da mit dem Namen. Naja, ihr wisst schon, German Wrestling Federation. Nicht, dass ich jetzt wieder mit der Show, mit der Sache von Jeff Jarrett da durcheinander komme. Wird es die Show mit Sicherheit auch zeitnah dann geben. Ja, GWF ist die deutsche Liga und GFW die von Jeff Jarrett. Ja, ich bin da immer gern dabei, die Sachen zu vertauschen, weshalb ich dann immer lieber den ganzen Namen sage und zum Beispiel beim Jeff Jarrett denkt dann Global Force sage, bevor ich da wieder die falsche Abkürzung habe. Aber war bei Global Force, gab es jetzt nicht auch irgendwie die erste Ausgabe, wenn ich das richtig gelesen habe oder sowas?
Jein, es gab jetzt die erste, ich sag mal, Hausshow. Die haben jetzt, oder fangen jetzt an, haben ja so eine Art, ich weiß nicht, Zusammenarbeit oder wie auch immer das genau aussieht, mit der Baseball Minor League. Also sowas wie die zweite Liga im US-Baseball. Und machen da eine große Tour durch alle möglichen Stadien von den Minor League Teams und veranstalten da halt Shows. Wo ich allerdings nicht weiß, inwieweit die aufgezeichnet und später ausgestrahlt werden. Aber aktuell sind es zumindest keine richtigen TV-Tapings, die ja auch noch im Laufe des Jahres kommen sollen. Ja, wahrscheinlich erstmal so als Tryout-Geschichte kann ich mir das Ganze vorstellen. Ja, beziehungsweise halt erstmal so ein bisschen auch promotechnisch das Ganze erstmal zum Laufen zu bringen. Da sind viele Leute, von den New Japan-Leuten, also Bullet Club zum Beispiel, und somit bei, ich sag mal, so etwas etabliertere Midcard-Leute aus dem Independent-Bereich. Moose zum Beispiel hat da auch zwei Matches und einige andere Leute, Lady Tapa durfte zweimal sich hinlegen, wenn ich die Ergebnisse richtig im Kopf habe. Ja, von den Namen her jetzt nicht unbedingt komplette Grütze, aber wohl noch Steigerungsbedarf nach oben. Sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, es ist jetzt erstmal der erste Schritt. Und wie gesagt, wie sich das entwickelt, ne? Abwarten, Tee trinken. Wenn es da Neuigkeiten gibt, dann erfahrt ihr das natürlich hier oder auf der Internetseite eures Vertrauens. Obwohl ich Jeff Jarrett da tatsächlich alles Gute wünsche, also schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass ich mal die Ehre hatte, den guten Herrn persönlich kennenzulernen und habe sogar mit ihm zu Mittag gegessen. Sehr, sehr netter Typ, und ich gönne ihm da wirklich erstmal alles Glück dieser Erde, dass das wirklich was werden kann. Aber mal schauen, was es dann im Endeffekt bringt. Ja, das ist richtig. So, um dann den Tellerrand abzuschließen. Wie bei der WWE von Matze letzte Woche eingeführt, gibt es natürlich nicht nur das WWE-Bild der Woche, sondern auch das Bild der Woche nicht WWE. Nenne ich es jetzt einfach mal. Das Und Tellerrandbild der Woche. könnte man so sagen. Und da ich vorhin als erstes angefangen habe, darf jetzt einer von euch anfangen? Ja, Chris, wollen wir uns da mal einigen? Wir haben uns sehr schnell geeinigt. Auch da haben wir nämlich das Gleiche gewählt. Ja, wir haben halt so eine wunderschöne, tiefgehende Verbindung zueinander, obwohl wir uns schon so lange kennen, 1,5 Stunden jetzt ungefähr. Von daher würde ich sagen, ich übernehme das jetzt einfach mal. Ich fand das Bild von Drago einfach sehr schick, wie er da die Flügel ausgebreitet hat in der Sonne sozusagen, oder die Kamera steht gegen die Sonne und er breitet da die Flügel aus. Das fand ich einfach szenisch sehr schick, sah gut aus. Dementsprechend wäre das jetzt mein und ich glaube dann auch dein Bild. Ja, definitiv. Also ich fand es auch richtig, richtig cool. Das war einfach wirklich das Bild der Woche, was den Tellerrand angeht, meiner Meinung nach. Also mit weitem Abstand. Ja, da würde ich mich eigentlich fast anschließen. Über Katrina und ihr Outfit haben wir schon geredet. Ansonsten wäre davon ein Standbild bei mir auch sehr, sehr weit oben. Aber das mit Drago würde ich dann doch, würde ich mich euch anschließen. Damit wieder in der Einigkeit zusammengefunden. Das ist Chaka. Die Ausgabe der Gleichgesinnten oder so. Ich weiß es nicht. Schon Das werfen fast ein wir uns. bisschen langweilig, schon fast zu einig das Ganze, ne? Ja, Sonst würde ich euch deshalb. immer beleidigen. Also ich könnte euch gerne beleidigen. Okay, ja, lass uns damit anfangen. Ja, ihr Scheißhausbürsten. Gut, das reicht jetzt auch. Okay. Vielleicht sind wir ja denn bei, wenn es um die Kategorien der Woche, die Top-Sachen der Woche geht, nicht ganz so einig.
Ich nehme an, das kennt ihr auch schon mit den Highlights der Woche, wo wir immer mit der Promo der Woche anfangen. Und da würde ich jetzt einfach mal anfangen und ich nehme den guten R-Truth, der bei Raw rauskommt, als alle anderen auch schon oder einige anderen draußen sind, die man in der Bankmatch mit bei sind. Und er der Meinung ist, er ist auch mit bei. Bis ihm dann, ich glaube, Kane war es, dann sagt, dass er doch nicht mit bei ist und er sich entschuldigt und geht. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich tatsächlich auch mal lustig, ja, was da der gute R-Truth gemacht hat. Ich tue mich bei meiner Promo der Woche irgendwie relativ schwer, muss ich sagen. Ich habe jetzt nichts komplett Herausragendes gesehen. Für mich, was mich jetzt gleich gepackt hat. Dementsprechend nehme ich jetzt einfach mal die Promo von Dario am Anfang von Lucha Underground. Okay, Also ich bin gut. auch bei Lucha Underground und ich bin auch bei Dario, aber ich bin nicht bei der In-Ring-Promo direkt vom Anfang, sondern tatsächlich bei der Promo, oder bei der Szene, sagen wir eher. Promo ist es ja nicht wirklich in dem Sinne. Von ihm und Johnny Morrison, Mundo, Nitro, wie auch immer, fand ich tatsächlich sehr, sehr geil, wie die beiden das aufgezogen haben. Und sich darüber unterhalten haben, was denn in den nächsten Wochen so mit Johnny Nitro passieren soll. Okay, sehr gut. Weil es mir jetzt gerade eingefallen ist, ein sehr schönes Bild der Woche im Bereich WWE wäre auch der verzweifelte Gesichtsausdruck von Kane gewesen, als immer mehr Leute rausgekommen sind und er seine Promo einfach nicht zu Ende bringen konnte und er da wirklich schon verzweifelt aus der Wäsche geguckt hat. Das war auch ein Bild für die Götter. Nach der Promo kommt dann bei uns immer das Match der Woche. Und da würde ich jetzt mal den Chris anfangen lassen, falls du was hast. Ja, ich habe sogar mehrere Kandidaten, aber ich habe mich, also ich will nur eins sagen, aber ich habe da mehrere, die mir gefallen haben. Ich nehme jetzt einfach mal Dalton Castle gegen Justin van der Leyga. Ganz einfach, weil es mich gut unterhalten hat und Spaß gemacht hat. Sehr gut, Dodi. Ich wollte eigentlich auch wieder das Gleiche nehmen, mache ich jetzt aus Protest nicht. Deswegen gehe ich zum. Ja, ich bleibe tatsächlich bei Austin Aries gegen Kurt Angle. Das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir Spaß gemacht. Und das zeigt mir auch so ein bisschen, dass es auch in der TNA noch durchaus Leute gibt, die wissen, was sie da im Ring veranstalten. Ja, ich muss mich Christian anschließen, weil das, als ich es gesehen habe, war für mich, eigentlich war es schon, als ich die Ankündigung wusste, zum ersten Mal gehört habe, habe ich schon gesagt, dass ich mich darauf freue, wie ein Schnitzel. Deshalb, und es war halt auch ziemlich gut, deshalb für mich eindeutig Dalton Castle gegen Eugene Liger, einer der Helden meiner Kindheit, möchte ich jetzt mal sagen, Ja, gegen einen definitiv. der aktuell absoluten Lieblinge von mir. Ja, wenn Das man war schön. hört von ihm am Anfang, wenn die Ja. anfängt. Super. Ja. Und der letzte Punkt der Tagesordnung bei den Highlights der Woche ist dann auch der Superstar der Woche, Dodi. Hast du einen oder brauchst du da erst Vorschläge? Dodi? Oder bist du Nein, spontan ins Entschuldigung, Stuhl gefallen? nein, nein, ich bin wieder da. Entschuldigt. Ich hatte mein Mikro noch auf lautlos gestellt. Achso, das passiert auch manchmal. Ich würde tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, da ich überhaupt kein Match hatte, ich würde tatsächlich diese Woche zu Johnny Mundo tendieren. Weil ich diese Promo einfach sehr, sehr geil fand und auch das, was jetzt daraus werden wird, hoffentlich, jetzt schon Freude auf mehr macht. Also trotz nur einer Promo für mich Johnny Mundo. Okay, Chris. Ja,
Ja, ich laber heute irgendwie so viel. Auch da tue ich mich oder habe ich mich irgendwie schwer getan, einen zu finden. Ich habe mich dann aber am Ende für Drago entschieden, ganz einfach, weil er coole Szenen hatte bei Lucha und das Match fand ich jetzt auch recht gut und unterhaltsam. Und dementsprechend, ja, Drago. Super, dann haben wir schon zwei Vorschläge für Superstar der Woche und ich mache den dritten draus. Denn ich nehme den neuen und auch ersten German Wrestling Federation Heavyweight Champion Crazy Sexy Mike. Und damit sind wir uns mal irgendwo nicht einig Sehr und gute haben Wahl. jeder was anderes. Das ist doch wunderbar. Und haben damit auch schon drei Kandidaten, die wir zur Wahl stellen können. Da wir insgesamt aber noch ein paar mehr brauchen, hättet ihr jeder vielleicht noch einen weiteren Kandidaten, den man zumindest zur Wahl stellen könnte? Ja, also ich hätte schon, um vielleicht auch einen WWEler mit reinzubringen. Denke ich mal, ist vielleicht auch nicht verkehrt, wäre für mich, obwohl er auch kein Match hatte, noch Dean Ambrose. Er stand irgendwie die ganze Raw-Ausgabe und auch die Woche über immer recht gut da und hat die Rolle, die er da jetzt hat, finde ich persönlich sehr gut ausgefüllt. Auch die ganzen Instagram-Fotos und so weiter waren ziemlich lustig. Und auch am Ende von Raw beim Match, wie er da zuguckt und so mehr oder weniger eingreift, fand ich gut. Also würde ich jetzt noch Dean Ambrose einfach nehmen. Okay, dann würde ich, damit Matze denn da die Umfrage machen kann, würde ich auf jeden Fall auch noch Kurt Angle mit reinnehmen. Zweimal den Titel verteidigt. Ich glaube, da kann man schon durchaus dann jemanden für nominieren. Ja, ich schmeiß auch noch einen TNA-Namen mit in den Ring. Wrestling soll unterhalten, Wrestling soll Spaß machen und man soll vorm Fernseher sitzen oder vorm Laptop oder wo auch immer und sich gut unterhalten fühlen. Und deswegen schmeiße ich den Namen Grado noch mit in den Ring. Weil mich hat das Ganze sehr unterhalten, was er gemacht hat. Sehr gut. Wer weiß, vielleicht möchte Matze da auch noch irgendjemand mit reinpacken. Ich wollte jetzt einfach mal auch noch, einfach weil er sein Debüt gegeben hat, auch noch Joe mit reinschmeißen. Dann haben wir 7 Stück. Ich glaube, das reicht für die Umfrage. Und dann haben wir den Punkt auch abgehakt. Jetzt habe ich das schon mal in den Chat geschrieben, bevor wir wieder vergessen, welches die Namen waren. Und dann bleibt jetzt nur noch der Ausblick auf die nächste Woche. Und ja, ist eigentlich relativ ruhig die Woche. Wie gesagt, zur Show aus dem Huxleys. Könnte es sein, dass Matze da diese Woche oder nächste Woche noch einen Shorty aufnimmt? Was auf jeden Fall passieren wird, ist der Roundtable zum Money in the Bank am Dienstag, um live wie immer bei uns zu hören. Ich nehme ganz stark an, ab um 8. Naja, ihr wisst ja, im Zweifel wird es ein bisschen später, wie das halt immer so ist. Ansonsten, wie gesagt, wer es noch nicht gehört hat, gab es letzte Woche auch eine Opening Bell. Falls ihr noch vor dem Pay-Per-View euch nochmal richtig drauf einstimmen wollt und das noch nicht gehört habt, könnt ihr das machen. Ansonsten gab es auch zum Steve Austin Podcast mit Paul Heyman eine Ausgabe mit Matze und Sven. Das sollte man auf jeden Fall sich anhören. Und ja, dann ist außer dem Roundtable die Woche auch relativ leer. Dann gibt es nächste Woche wieder Chaka.
Und dann überlege ich gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich jetzt noch vergessen habe. Da gucken wir mal einfach nebenbei auf den Schmierzettel, den ich jetzt nur noch finden muss. Ausblick haben wir. Ach ja, genau. Auf YouTube gibt es natürlich auch das erste Match von Pervy Herbie zu sehen. Matzes Let's Play bei von WWE 2K15 mit euch zusammengestellten Superstar gibt's auf YouTube. Und ja, dann bleibt es jetzt eigentlich nur noch damit wir zum Ende kommen, bleibt nur noch die Verabschiedung. Und ja, wer möchte anfangen, die letzten Worte zu sprechen oder für immer schweigen? Ihr habt die Wahl. Ja, Chris, bitte, sonst mach ich. Fang du an. Ja, ich fange gerne an. So, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch lieben Zuhörern und euch lieben Chat-Teilnehmern sehr viel Spaß mit allen weiteren Dingen, die hier beim Wrestling Talk Radio noch so passieren und mit allem, was in der WWE und in der sonstigen Wrestling-Welt noch so passiert. Viel Spaß heute Nacht bei Money in the Bank für alle, die es live gucken werden oder in irgendeiner Wiederholung. Ich bin raus, hat Spaß gemacht. Danke für alles. Danke an Matze für alle Knöpfe, die er im Hintergrund gedrückt hat. Danke an Jan und Chris, war eine schöne Zeit und wir hören uns bestimmt demnächst irgendwann mal wieder. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich beim WTR-Team, dass ich dabei sein durfte. Es macht einfach sehr viel Spaß zu podcasten, zu sagen, was man denkt und über Wrestling zu sprechen, nicht zuletzt, weil so oft mache ich das eigentlich ansonsten gar nicht, leider. Viel zu wenig. Dementsprechend Dankeschön dafür. Und danke an den Chat, der heute auch natürlich wieder zahlreich vertreten war und sehr viel sinnvolle Sachen geschrieben hat. Und ja, hoffentlich bis bald. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke an den Chat, danke fürs Zuhören, egal wann, wo und wie ihr uns gehört habt. Und bis zum nächsten Mal, spätestens nächste Woche Sonntag, könnt ihr mich wiederhören. Dann wahrscheinlich mit anderen Gästen, mindestens einem, vielleicht zweien. Mal sehen. Und wie Matze so schön sagt, die Antwort auf all eure Fragen, Tschakka.